Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir werden heute einen riesigen Trampolin-Wasserpark bauen in unserem eigenen Garten und Freunde. Daraus machen wir nämlich einen Parcours und werden beide auf Zeit gegeneinander antreten. Und Leute, wir bedanken uns für die 400.000 Abonnenten. Das ist einfach so heftig. Ist fast so. Eine halbe Million, also mega krass. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr sogar noch die halbe Million. Das wäre erstmal crazy. Ja. Aber Freunde, ich würde sagen, jetzt geht's im Parcours. Vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und Freunde, jetzt geht's los, wir werden den Parcours aufbauen. Und zwar wird es einmal den Speedrun-Parcours geben und den Big-Run-Parcours. Der Speedrun-Parcours ist sehr, sehr kurz, das wird sehr, sehr schnell gehen. Aber der Big-Run-Parcours, der wird durch unseren ganzen Garten gehen. Und Freunde, jetzt fangen wir erstmal an, den Speedrun-Parcours aufzubauen. Hier haben wir einen Pool, denn das wird das erste Hindernis. Und zwar bauen wir wieder eine Airtrack-Rutsche mit Schleimpool. Ja. Also würde ich sagen, wird jetzt aufgepumpt. Oh yes. Leute, zum Glück haben wir unsere Pumpe am Start, weil in der Hitze aufzupumpen wäre ganz schön lästig. Der Pool ist jetzt endlich, na gut, was heißt endlich, das waren 5 Minuten, 20 Sekunden gefühlt. Und Freunde, jetzt werden wir alle Elemente in Reihenfolge bringen und dann geht's los mit dem Speedrun. Dann werden wir nur noch hier Schleim reinmachen, ne? Genau. Und dann haben wir noch ein Spiel davor, was entscheidet, wer den Speedrun beginnt. Leute, die Elemente stehen jetzt in der richtigen Reihenfolge und jetzt wird der Pool natürlich mit Wasser gefüllt. Also Vinny, Wassermarsch! In der Zeit, wo wir unseren Pool mit Wasser befüllen, würde ich sagen, werde ich jetzt das Luftkissen auffusten. Und Freunde, das Besondere diesmal, wir werden da vielleicht sogar Schleim drauf hauen. Auf jeden Fall Wasser kommt drauf. Das heißt, es gibt einen heftigen Effekt, wenn man drauf springt. Also, let's go! Der Pool ist jetzt schon richtig voll und wir werden jetzt hier diesen schönen Schleim reinfüllen. Dann haben wir einen riesigen grünen Schleimpool. Und mal gucken, ob die schnelle Variante funktioniert. Ich will es einfach mal platzen. Also 3, 2, 1. Oh, ja, es hat funktioniert. Aber der funktioniert nicht. Oh, Chrissy. Yo, ey, wie schön das wieder aussieht. Oh, oh Gott. Ey, wieso krieg ich meine nicht auf? In der Zeit, wo der Pool mit dem Schleim ein bisschen verdünnt, werde ich jetzt schon mal hier unser Hüftkissen mit Wasser befüllen. Das wird so rutschig, glaube ich. Vor allem, weil wir aus dem Schleimpool kommen. Die Konsistenz vom Schleim ist einfach schon so heftig. Schaut mal, jetzt zeige ich euch die most satisfying Sache, die ihr am ganzen Tag heute sehen werdet. Also, schaut euch an, wie schön das einfach ist. Oh mein Gott, das ist... Schaut euch einfach an. Wie schön ist das, bitte schön. Der Speedrun-Parcours ist einfach so heftig und auch übelst rutschig, also mal gucken, wie das wird. Aber Freunde, um zu entscheiden, wer zuerst in den Parcours muss, hat Chrissy ein cooles Spiel für euch. Genau, und zwar muss Vinny probieren, den Ball in den Pool zu werfen und ich muss eigentlich nur probieren, ihn abzuwehren. Das ist eigentlich schon das Spiel und wir spielen bis 3. Genau, also wenn ich drin treffe, kriege ich einen Punkt. Wenn Chrissy abwehrt, kriegt er einen Punkt. Und wenn ich ihn aus dem Spiel rauswerfe, kriegt keiner einen Punkt. Und ich muss so ungefähr von 5, 6 Metern Abstand werfen. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's los. Für Chrissy. Oh mein Gott. Yes. Das wird nicht deiner. Ja! Oh! Ja, nein! Nein! 2-2! Ja! Leute, ich habe gewonnen. Das heißt, Chrissy muss jetzt anfangen. Damit der ganze Parcours richtig schön rutschig ist, werden wir einen Schleimeimer aufs Airtrack wieder kippen und diesmal einen Schleimer ins Schleimeimer, habe ich das richtig gesagt? Ins Hüpfkissen rein und dann wird es echt schwierig. Jetzt ist unser Speedrun-Parcours echt vollendet und Freunde, jetzt mal kurz einmal den Parcours erklären und zwar starten wir hier im Schleimpool. Da müssen wir eine Sprungrolle reinmachen, dann geht es weiter übers Airtrack. Da müssen wir es halt einfach schaffen, so stehen zu bleiben und nicht auszurutschen. Wenn man ausrutscht, verliert man natürlich total viel Zeit. Dann kommt unser riesiger Rasensprenger, wo wir echt nass werden nochmal. Da müssen wir aufs Trampolin rauf, ins Luftkissen springen, einmal bis zur rechten Ecke laufen, die rechte Ecke berühren und den ganzen Weg wieder zurück bis in den Schleimpool. Und wenn du im Schleimpool angekommen bist, dann wird die Zeit gestoppt. Und wer von uns beiden die bessere Zeit hat, der gewinnt den ersten Speedrun-Parcours. Und ich würde sagen, jetzt muss Chrissy beginnen. Okay, Chrissy, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Oh mein Gott, oh, ein heftiger Start, aber auch sehr rutschig. Oh, oh mein Gott, er ist aber alles sehr gut, er sieht sehr gut aus. Er sieht sehr gut aus und rein ins Hüpfkissen. Ich glaube, er ist hingefallen, er schafft es aber, er hat die rechte Ecke jetzt berührt und ich werde gerade nass durch den Rasensprenger.
Er ist auf dem Weg zurück, das wird gefährlich. Er muss echt aufpassen, dass er nicht ausrutscht, aber er hat es geschafft. Ich glaube, jetzt fällt er hin. Ah, oh, ein Bauchklatscher, das war... Und wir haben 27,7 Sekunden. Unter 30 Sekunden. Na, das ist erstmal stark. Chrissy hat echt sehr, sehr gut vorgelegt. Unter 30 Sekunden hätte ich nicht gedacht, aber vor allem am Ende, dass er dir noch übelst viel Zeit gespart, dass du noch so den Bauchklatscher gemacht hast. Jetzt bin ich dran. Ich hoffe natürlich, dass ich Chrissys Zeit schlagen kann und dass ich nicht irgendwie blöd wegrutsche. Und dann würden wir sagen, bist du bereit? Ja. Ich auch. Okay. Auf die Plätze. Oh, ich bin aufgeregt. Fertig. Los. Und Winni, schon mal im Pool. Oh, oh! Fast hingelegt. Übers Trampolin. Aufs Airbag. Oh, 11 Sekunden ist sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, er schluckt mich nicht. Hoffentlich. Er macht dieselbe Taktik wie ich, aber er schafft's nicht. Nein, 21 Sekunden! Ja, ich hab gewonnen. Mann! Yes! Das heißt, die erste Runde vom Speedrun geht an Winni. Ja. Und ich dachte echt, ich wäre langsamer. Dachte ich auch. Weil ich am Ende noch mal so ein bisschen, ne? Ja. Du bist ja richtig schön durchgerutscht, aber Glück gehabt. Oh, jetzt muss ich erstmal runterkommen. Ich würde sagen, wir werden uns gleich erstmal ein bisschen mit Himbeeren stärken. Jetzt werden erstmal richtig schön Vitamine aufgetankt. Ich habe übelst Hunger. Mein Bauch knurrt schon. Und die Gans hat auch Hunger. Vielleicht geben wir ja auch eine kleine Himbeere. Oh, eine richtig schöne rote Himbeere. Mal gucken, wie die schmeckt. Warte. Zack. Mmh, lecker, gute Stärkung. Der Speedrun-Parcours war ja schon mal eine richtige Herausforderung. Aber Leute, jetzt wird es noch heftiger, denn jetzt kommen wir zu unserem Big Run-Parcours. Und zwar machen wir jetzt erstmal das erste neue Hindernis. Und zwar haben wir hier die Trampoline. Und zwar machen wir einen Zickzack-Trampolin-Parcours, der dann zu diesem Trampolin führt. Dort kommt ein Pool rauf mit Slushy gefilmt, wo wir auch Aufgaben erledigen müssen. Dann geht es auch weiter in den Pool und so. Aber jetzt stellen wir erstmal die Trampoline auf. Zieh. Leute, der Zickzack-Parcours ist jetzt endlich fertig und jetzt kommt der neue Slushy-Pool. Wir machen den mal hier schön groß. Ich bin gespannt, wie groß er ist. Ja, der ist gut. Ich starte die Maschine. Mach das. Der Slushy-Pool ist jetzt aufgebaut und Winni hat ihn gerade kaputt gemacht. Nein, er ist noch heil, aber er ist noch größer, als wir gedacht haben. Und jetzt kommt Wasser rein und dann der Slushy. Wir haben uns gedacht, dadurch, dass uns das mit dem kleinen Wasserschlauch viel zu lange dauert, haben wir unsere schöne Poolpumpe und werden einfach ein bisschen Wasser vorne in den Pool rüberpumpen. Also ich mach Wasser an. Oh yes. Das geht auf jeden Fall schneller. Ich glaube, so schnell haben wir noch nie einen Pool befüllt. Und jetzt kommt hier Slushy rein, wir haben doch noch nie einen Slushy-Pool auf dem Trampolin, so rum. Okay. Bereit? Ja. Oh mein Gott, und? Oh, das riecht schon wieder so gut. Oh! Yo, wie pink das ist! Oh mein Gott! Das wird so slushy-mäßig. Leute, wir werden jetzt noch drei Wasserbomben für das nächste Hindernis befüllen. Und zwar kommen die in den Pool und man muss sie dann aus dem Pool rausnehmen, aufs Trampolin, ins Airbag. Und sie darf dabei nicht kaputt gehen. Wenn sie kaputt geht, dann bekommt man plus 10 Sekunden. Hä, sie schwimmt einfach. Sie schwimmt oben. Ja, da ist ein bisschen Luft drin, ne? Leute, die zweite Wasserbombe ist irgendwie komplett verschwunden. Wir finden die einfach nicht mehr wieder. Wir haben auch hier die ganze Zeit geguckt, aber irgendwie ist sie weg. Leute, der Big Run Parcours ist jetzt endlich fertig und ich würde sagen, ich erkläre euch nochmal ganz kurz. Und zwar, wir haben wieder das gleiche wie am Anfang. Natürlich Schleimpool, Airtrack, Trampolin, Hüpfkissen. Und anstatt beim Hüpfkissen wieder zurückzugehen, geht es weiter auf die Zickzack-Trampoline. Da wartet auf uns der Rasensprenger, der es uns nicht einfach machen wird. Dann geht's mit dem Mini-Trampolin hier auf unser großes Trampolin, wo unser Slushy-Pool drauf ist. Und Freunde, das Ding ist, wir müssen da nicht nur durch, sondern wir müssen auf dem Slushy-Pool, also Chrissy muss ein Salto reinmachen, ich muss im Slushy-Pool ein Salto machen. Wir müssen beide natürlich im Stehen landen. Dann geht's weiter in unseren riesigen Pool. Da warten auf uns die beiden Wasserbomben. Jeder sucht sich eine aus. Und Freunde, mit dieser Wasserbombe müssen wir auf das Trampolin und ins Hüpfkissen, ohne dass sie kaputt geht. Bei wem sie kaputt geht, der kriegt halt nochmal 10 Sekunden extra Sekunden. Und jetzt heißt es, Chrissy, der Verlierer von der ersten Runde, muss anfangen. Ich würde sagen, Chrissy, alles klar? Ja. Hast du alle Regeln verstanden? Ja. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Oh, ein sehr schöner Start. Oh, oh, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Oh mein Gott. Jetzt ins Hüpfkissen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ich bin echt gespannt, wie er sich beim Zickzack-Parcours schlägt. Ich muss gucken. Oh, erstmal runter. Das sah gar nicht so gut aus. Ja, ja.
Oh, schön, sogar sehr, sehr schnell. Jetzt muss es ein Salto in Stand sein und... Nein, er muss ihn wiederholen. Er muss ihn wiederholen. Ein Salto noch wiederholen. Oh. Und der zweite hat nicht geklappt. Einen hat er noch. Einfach in den Stand, komm. Jawohl, in den Stand, er hat es geschafft. Es geht weiter in den Pool. Jawohl, er hat den Raum geworfen. Und sie ist heil geblieben. Oh. Ich kann nicht. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Los, gib alles, du bist kurz auf Ziel. 1:50, komm unter 2 Minuten und jawohl, 1:53. Und ein Nachflash. So, Chrissy, du bist gerade aus dem Wasser gekommen. Ja. Was war das Problem? Wo war der Fehler? Am Ende hat mir einfach die Kraft gefehlt. Ja. Echt? Ja. Du bist viermal fast gefühlt in den Pool wieder zurückgefallen. Bin ich auch, glaube ich. Wo du normalerweise locker rauskommst. Ja. 3 Versuche für den Salto natürlich war schwer. Ja, das hat ein bisschen die Kraft gekostet. Und noch einmal bin ich ja ganz am Anfang da beim Trampolin gerutscht. War auch ein bisschen ärgerlich. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Wasserpark-Parcours. Ja. Und Leute, ihr wisst ja nicht, was bei mir jetzt passiert. Also ich würde sagen... Let's go. Ja. Also, es geht los in 3, 2, 1, go. Zeit läuft ab jetzt. Winnies erster Trick war gut. Mal gucken, wie es hier auf dem Airdrick sieht. Sehr, sehr gut aus. Also sehr, sehr schlecht für mich, aber ist egal. Oh, das hat er gemeistert. Das Airdrick war ja gar kein Problem. Da ist er einfach rüber. Hier gibt es auch ehrlich gesagt keine Probleme mit dem kleinen Trampolin. Jetzt bin ich gespannt, wie er den Salto im Pool hinbekommen möchte. Ich bin echt gespannt. Leider hingefallen, das kostet Zeit. Ich bin echt gespannt. Das war er wieder nicht. Leute, hier gewinne ich einen Haufen Zeit. Das ist der Wahnsinn. Los, nochmal. Du schaffst es, komm. Zieh durch. Ja, komm. Jawohl, okay. Und das war's. Was war grad? Okay, das war's. Jetzt darf ich auch die Wasserbombe nicht zerstören. Leider habe ich hier auch sehr viel Zeit verloren. Das wird Winnie wahrscheinlich nicht so gehen. Er wendet auch, wie man sieht, nicht ganz meine Taktik an. Und da ist Winnie drinne. Wasserbombe nicht zerstört. Und eine Zeit von 1:29. Also besser als meine. Das ist leider, naja, nicht mein Sieg. Wir sprechen jetzt gerade mit dem Athleten, der als letztes den Big Run Parcours absolviert hat. Und was war das schwerste Hindernis? Das schwerste Hindernis, wie auch bei Chrissy, war es bei dir? Das war auch bei mir das schwerste. Dieser Pool, das ist so anstrengend, dort ein Salto in den Stand rauszuhauen, weil das Wasser, das klaute so viel Schwung einfach. Ich hätte echt gedacht, dass ich es beim ersten direkt schaffe, aber ich habe ja jetzt fast 6 gebraucht und bei einem bin ich fast so mit dem Rücken, weißt du, wie bei dir? Also ein sehr, sehr anstrengender Parcours. Ich bin immer noch außer Atem, unter Adrenalin. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß bloß, was ich gewonnen habe. Sehr gut. Das finde ich nämlich nicht gut. Es steht nämlich 2:0 für Winnie. Wir haben uns jetzt nochmal hier schön in unseren Schleimpool gechillt. Und Freunde, das Ding ist, der ist jetzt bestimmt mindestens 35 Grad warm oder so. Einfach ohne erhitzten Whirlpool, einfach durch die Sonnenhitze. Und deswegen ist das richtig gemütlich, auch wenn es Schleim ist. Und Freunde, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.